Die Geschichte von Hinterkaifeck. Es geschah an einem Ort wie diesen. Es war eine stürmische Nacht im März 1922. Der Bauer Andreas Gruber machte eine grauenhafte Entdeckung. Sie ließ ihm das Blut in den Adern gefrieren. Ihm gehört der Hof in Hinterkaifeck. Im Schnee findet er Spuren, die zwar zu dem Hof hinführen, aber nicht mehr vom Hof weg. Und weitere mysteriöse Ereignisse geschahen dieser Tage. Die Bewohner vermissten einen Haustürschlüssel. Es waren Schlösser aufgebrochen und ein Rind im Stall losgebunden. Nachdem er Schritte vom Dachboden vernahm, durchsuchte Andreas Gruber sein Haus. Doch er fand nichts. Die Mutter der 7-jährigen Cecilia Gabriel verließ wenige Nächte zuvor aufgebracht und außer sich den Hof und wurde später im Wald gefunden. In der Nacht zum 1. April 1922 geschah es dann. Das Ehepaar Andreas und Cecilia Gruber, die Tochter Viktoria Gabriel und die Enkelin Cecilia Gabriel wurden in die Scheune gelockt und kaltblütig ermordet. Erschlagen mit einer stumpfen Axt. Das tragischste Schicksal erlitt die kleine Cecilia. Das Blut rann über Wangen, Augen und Ohren und sie merkte es, denn sie hatte die Attacke überlebt. Vor Schmerz riss sie sich die Haare aus, bis sie nach 2 Stunden dem Wahn und dem Tod erlag. Der 2-jährige Josef musste in seinem Bett sterben und seine Mutter die Magd in der Magdkammer. 4 Tage lang dauerte es, bis die Tat entdeckt wurde. So lang pflegten die Täter das Vieh, aßen das Brot aus der Vorratskammer und nahmen sich Fleisch von den Haken. Erst am 3. April drang der Ortsführer und Gefolge in das Gebäude ein und entdeckte die sorgfältig zugedeckten Leichen. Trotz wiederholter Festnahmen ist bis heute kein Täter gefunden. Das mysteriöse Ende der Geschichte? Die ganzen letzten Tage schlich um den Hof ein bärtiger Mann. Er wurde nie wieder gesehen.